Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von RimWorld. Wir werden angegriffen und wahrscheinlich wird die Yuna gleich sterben, weil die ist zusammengebrochen und ja, ich habe die Kanonen gesagt, soll angemacht werden, ist glaube ich auch schon an, aber ich habe die starke Befürchtung, dass wir es nicht schaffen werden. Lauf, Juna. Mach irgendwas, aber geh doch nicht dichter an. Du kannst keinen Kampf machen. Red, Scharfschütze, geht dahin und DJ ist dahin. Geht's wieder? Nein. Kannst du nicht irgendwie Fluchtverhalten machen? Ja, komm. Lauf weg. Wie kann man so viel Schwein haben, ey? Lauf. Lauf. So ist auch okay. So ist grundsätzlich auch erstmal okay. Verblutet sie jetzt stark? Schuss, 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 Blutverlust, Unterkühlung. Okay. Minus 21 Grad, ja. Das ist. Habt ihr alle eine Unterkühlung? Nahrungsmittel. DJ ist noch high. High. Warm. Aber keiner ist jetzt kalt. Ihr ist kalt, weil sie da liegt. Gucken. So. Was hat er geschossen? Auf die Geschütze. Ja, machen. Zack, zack, tot. Okay. Dann brauchen wir mal hier die zwei Scharfschützen. Zack. Das Plasmagewehr haben wir verloren, oder? Das ist im Brand untergegangen. Kann das sein? Sieht so aus. Krankenbett, Krankenbett, Krankenbett. Wenn, dann hätte es hier unten auch irgendwo gelegen. Aber ich sehe es nicht mehr. Kannst du schießen? Du kannst schon schießen von da. Triffst aber nicht. Red kann auch schießen. Die Reichweite ist doch deutlich höher, als ich dachte. So, ich würde gerne Yuna retten, wenn das in Ordnung ist für euch Jungs. Ich muss sagen, dass man sollte die Möglichkeit haben, irgendwie die Kämpfe vielleicht auf Geschwindigkeit 2 noch durchzuführen. Von euch beiden kann denn schneller laufen? Kann man das irgendwo sehen? Das müsste man doch irgendwo sehen können. Die Bewegungsgeschwindigkeit, oder? Körper, ist das Aufzeichnung? Laufgeschwindigkeit da. Da steht es ja. Zellen pro Sekunde 4,3. Und wer stand da noch?
DJ. 2,17. Du bist so langsam, weil... Oh, jetzt bist du aber auch unterkühlt. Also ich glaube, wir brauchen die... Da... Habe ich Anything damals bearbeitet? Ist wieder alles erlaubt. Bin ich bescheuert? Habe ich nicht... Habe ich nicht Kopfbedeckung und sowas verboten und das Ding Sommeroutfit genannt? Aber wenn jetzt alles erlaubt ist, ist das ja auch erstmal okay. Gut, DJ, du gehst rein. Und Evil. Lauf. Ich stelle mich mal hier hin. Ich warte einen Schuss ab. Oh mein Gott. Ja, so viel zu der klassischen Rettungsaktion. Harry hat einen abgekriegt. Ihr habt ihn noch nicht einmal getroffen. Komm, verpisst euch, ey. Ah, kann ja nicht wahr sein. Komm rein, stirb wie dein Freund. Kann ja nicht wahr sein. Kriegt man ja Plack. Na, endlich. Boah. Das heißt, Evil ist tot, Yuna ist schwer verletzt und wir haben keinen Arzt. 3. 1. Du, Johnny ist ab jetzt Arzt. Aufseher 5, Aufseher 3. Komm, lass das mal. So. Köche haben wir, Jäger haben wir. Red, komm, du musst jetzt jagen. Ja. Kunst ist nicht mehr wichtig. Forschen war mal wichtig. Mein Gott. Ausziehen. Transportieren. Oh. Bitte. Bitte mach sowas. Köche habe ich immer noch 2. Hab nur nichts zum Kochen. Du hast was geholt, den Truthahn. Okay. Ich
schwere Krankheit. Juna RP. Du kriegst auch wieder richtige Medizin. Hilft dir alles nix. Das hilft ja alles nix. 40 haben wir noch. Ah ja. Ja, ist halt so. So, zerschnibbelter Ding bitte. Toter Mensch, Kälteeinbruch ist vorbei. Ach, das ist doch schön, dann gleich wieder plus 10 Grad. 30 Grad Unterschied. Das ist schon eine Menge. Ist am Blutverlust gestorben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Von der Stammcrew ist bald keiner mehr da. Oh Mann. Wie viel ist denn das? 28. DJ, du musst aufstehen, du musst mal. Ach, so, kann er nicht, weil ich hier Fleisch verboten habe, ne? Menschenfleisch. Ich steh auf und koch. Okay. Ach man, ist das ärgerlich. So schnell kriegen wir auch keine neuen Leute ran. Norma will sich auch nicht überzeugen lassen. Was macht er jetzt? Nee, koch mal bitte weiter. Koch mal bitte weiter. Kein Strom. Großartig. Ah, das ist wirklich frustrierend. Also ich brauche nicht mehr auf eure Entscheidung zu warten. Wir werden einfach gar nicht mehr weiter spielen können. Es scheint keinen Sinn zu machen. Da wir einfach nicht in der Lage sind, das hier zu überleben. Ich markiere jetzt einfach so ziemlich alles zum Jagen. Gucken, ob die Jungs irgendwie mal rauskommen. Also dort, Fuchs. Die haben wir alle. Johnny, der Arzt, ist zusammengebrochen. Kannibalismus. Ja, würde ich mich auch drüber aufregen. Warum geht die Tür nicht zu? Hoffentlich nur ein Fehler. Norma zum Outspringen. Mhm. Red. Was konntest du? Nahkampf 10. Cool. Kümmere dich mal darum. Wird schwieriger und schwieriger und schwieriger.
Ja, jetzt kloppt ihr euch doch da noch. Kann ja wahr sein. Genau, Schnetzler-Ding. Hau es weg. 9. 9 Fleisch reicht nicht. Am Bär vorbei. Zack. Die Wegführung war mir jetzt auch nicht ganz klar. Ja, dann nimm doch bitte den Hasen wieder mit. Was? Jetzt kann er den nicht transportieren, weil er eigentlich nicht transportieren kann. Eine Karawane. Sehr schön. Kommt rein, fühlt euch wie zu Hause. Fresst mir nicht das Essen weg. Jäger ohne Waffe, ja. Stimmt. Aufseher. Wer ist der Aufseher? DJ. Da. Handel mit Arthur. Habt ihr was zu essen? Nein, habt ihr nicht. Das ist sehr schade. Ich will auch den Hasen nicht kaufen. Timberwolf. Nein, nein, nein. Rauchkraut wollen wir verkaufen, können wir wenigstens ein bisschen Geld für. Ja, da wollte ich behalten. Ein Herz, eine Powerkralle. Die Wolverine-Klinge sozusagen, ja. Okay, schäbig, kann weg, 5% kann weg. 8, 6, 11, 15, 19, 18, wow. Die Sachen sind aber alle schlecht. Gut, aber übel. Weg, weg. Schäbig. Weg. Normal 53 könnten wir noch behalten. Aber eigentlich. Komm. Weg. Weg, weg. Okay, okay. Wow. Oben sind auch noch wieder die Bauarbeiter. Das heißt, im schlimmsten Fall muss ich sowieso wieder aufhören. Energierüstung meisterlich. Alter. Alter, Falter. Schäbig, schäbig. Schlicht. 41. Schlicht, schlicht, schlicht. Und überlegen könnten wir behalten. Gold würde ich behalten. Teleskop will ich behalten. Kalkstein, ne, brauchen wir nicht. Fernseher für 700. Flachbildfernseher für 1200. Dass ihr nichts zu essen mitbringt, ist echt eine Unverschämtheit. Da müsste man die Türen zumachen. Oh. Wir haben tatsächlich Norma dazu bekommen. Grauer Strahl. Oh Gott. Oh mein Gott. Was kann sie denn, wenn sie was könnte? Tierpflege. Aber wir haben keine Tiere mehr. Es ist aber auch egal. Jagen könnte sie. Oh, das finde ich ja gut. Das muss alles aktiviert werden. Ja, ich mach das mal wieder so wie vorher, ne? Wenn ich will, dass was abgebaut wird, dann muss das abgebaut werden. Schmied 5. Hm.
Reed schneiden. Könnt euch das verteilen so ein bisschen. Künstler. Naja, brauchen wir jetzt alles eigentlich nicht, ne? Machen wir mal sowas, dann ist es da und aktiviert irgendwie. Hätten wir hier einen Handwerker. Ne, das machst auch du. Du kannst das jetzt ersatzweise machen. Tragen 1. Reinigen 1. Forschen. Machen wir aus. Johnny ist ein guter Forscher, aber DJ kann es trotzdem besser. Lassen wir das hier auch mal aktiviert. Machen wir mal so. Ja, super. Das freut mich ja fast ein bisschen. Und wenn Johnny aufhört, was machen, was er da macht. Dann könnte das ja auch noch was werden hier. Achso, Harry schläft jetzt in dem Bett. Mein Gott. Kann sie keiner beerdigen gehen? Ach, Häschen. Was dann erstmal gleich so gegessen wird. Oh Gott. Es ist schon ein bisschen ein verrücktes Tier. Wo denn? Die Ratte. Ist zum Jagen markiert. Trag sie doch gleich. Manchmal. Ja, wir haben endlich so viel Platz, dass wir alle unsere Leute. Gerade habt ihr nicht das gerade gesehen? Dass wir alle unsere Leute unterkriegen würden, aber. Keine Chance. Red. Fällt mir tatsächlich noch eine Sache ein zu dem Thema Neuanfang. Wir könnten uns ja überlegen, ob wir eine Kannibalen-Tribe sozusagen machen wollen. Also quasi. Ja, das kann man, das zieht weiter. Ey, was macht ihr denn da? Da mal weg. Du kannst ja weit schießen, Red. Stell dich mal da in die Tür. Wenn Dings da durchkommt.
Scheinbar hat er kein Interesse mehr daran. 1, 2. Zack. Na, das sieht doch richtig gut aus. Das hat mir ja mal tatsächlich gefallen. Mann. Sehr schön. Haben wir alle weggebolzt, ja? So, ausziehen, Jungs. Aufheben. Ihr könnt wieder in den Normalmodus gehen. Ja, komisch. Das hat jetzt so einfach und gut funktioniert, ja? Ich hätte jetzt eigentlich ganz gerne mal, dass jemand Juna LP auszieht und sie begräbt. Bevor noch mehr Leute von uns gegessen werden. Overdose. Wie hast du denn... Da hatte einer tatsächlich Drogen dabei, ja? Und die hat sich der Johnny gleich mal reingezogen, oder wie, oder was? Haben wir eigentlich den Evil auch gegessen? Oh, Norma ist tot. Oh. So schön sein. Das wäre alles so schön einfach. Ja, aber irgendwie, es geht nichts mehr. Kriegen es nicht mehr hin. Landwirt Johnny. Ich sehe schon. Was auch immer er gemacht hat, ne? Selbst wenn er es getötet hätte, er bringt es ja nicht mal mit. Ach, Mann. Ach ja, ach ja, ach ja. Johnny ist an der Infektion gestorben. Ja, super. Das ist ja... Damit sind wir noch zu dritt. Das können wir machen. DJ ist Arzt, Aufseher, Tierpfleger, Koch. Da machen wir es anders. Hier, 7, 10, alles klar. Dann bist du kein Koch mehr erstmal. Du bist ab sofort Landwirt, würde ich sagen. Wenn du nichts mehr zu Landwirten hast, geh jagen. Mehr würde mir... Das hast du nicht mal ausgezogen. Jetzt hast du die ganzen guten Sachen damit vergraben. Seid ihr denn eigentlich alle bescheuert? Mein Gott, mach doch daraus Nahrung. DJ, was auch immer du machst, schlachten.
Nein. Es muss doch genügend sein zum Kochen. Ja, du darfst mal selber was essen. Aber du machst jetzt bitte nichts anderes. Was war das? Wunderbar. Eine Sonnenblume. Da ist ein Zusammenbruch. Okay. Schlachten. Sonneneruption ist natürlich nicht so gut, ne? Unsere Elektronik geht mal wieder nicht. Ja, ich müsste mir ja fast überlegen, ob ich noch einen Ofen mit Holz mache oder sowas. Oder ob ich hier Trockenfutter. Was braucht man denn dafür? Könnte man auch versuchen, ne? Wollen wir mal 10 Stück machen, so. Bis du hast 10 Stück auf der hohen Kante oder so. Dann benutze das Essen wenigstens für irgendwas. Vielleicht. Arbeitsaufwand 5. Das müsste er doch können, oder? Nicht schlachten. Okay. Das könntet ihr mir ja nochmal vielleicht in die Kommentare schreiben. Warum er da jetzt kein Trockenfutter aus Fleisch herstellen kann. Ich meine, braucht man zwingend Heu dazu, weil ich das Heu verboten habe. Das ist wahrscheinlich Quatsch. Und ja, immer noch dieselbe Diskussion. Neustart. Ja, nein. Gummibär. Ja. Kannibalen-Tribe. Normaler Tribe. Die drei Abgestürzten. Das mit dem Lone Survivor will ich, glaube ich, gar nicht erst versuchen. ihr habt ja gesehen, ich schaff's ja noch nicht mal mit vielen Leuten, wie ich das dann eventuell mit wenigen Leuten machen soll. Keine Ahnung. Gut, dann soll es das für diese Episode mal wieder gewesen sein. Ihr merkt selber, die Stimmung sinkt, aber der Captain verlässt das Schiff noch nicht. Ich versuche mein Bestes. Eine Aufnahme machen wir noch in der Batch Session und ja, dann schaue ich mir eure Kommentare an und werde entscheiden, ob es hier weitergeht oder ob wir eine neue Kolonie gründen. Oder ob wir die Schnauze voll haben, Pause machen, was ganz anderes spielen. Oder, was könnte man noch machen? Ah, einige von euch spielen das Spiel ja doch deutlich und regelmäßig. Vielleicht habt ihr eine Mod-Empfehlung. Ich kann auch eine Mod installieren und wir spielen eine neue Kolonie mit Mod. Was ich persönlich am interessantesten fand, war mal sowas hier mit Angeln. Das fände ich total interessant. Also ich persönlich, ich angle sehr gerne, deswegen
Und ja, ich hätte dann eigentlich auch ganz gerne mal meine Muffalo-Farm. Ach, dabei sieht unsere Base so schön aus. Das hier gefällt mir zwar überhaupt nicht, aber trotzdem sieht unsere Base total schön aus. Ach, wie ärgerlich. Na gut, meine Kinder. Ich habe gesehen, wir sind bei 55 Abos. Ich sage Dankeschön. Lasst mir einen Kommentar da. Ihr könnt sogar noch was entscheiden. Mein Gott, was mir heute so alles einfällt nebenbei. Hier oben müsste, glaube ich, mein Logo eingeblendet sein. Das ist ja jetzt auf YouTube so, dass man sich unten rechts dieses halbdurchsichtig transparente Logo-Wasserzeichen einblenden lassen kann. Dafür könnte ich dann hier oben das Logo rausnehmen. Ist das eine Idee? Findet ihr das besser? Weil ich ja in jedem Video quasi das Logo woanders habe, in der Hoffnung halt nichts zu überblenden. Und ansonsten ist es fix für immer da unten, ich weiß gar nicht, bei 33% Durchsichtigkeit oder sowas. Transparent. Gut. Schreibt mal eure Meinung. Ey, guckt mir das an. Ich lese ja Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.